Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das hier ist mein Kanal, ein Mann im Wald, das bin ich. Vielleicht kurz zum Kanalnamen. Der ist dadurch entstanden, dass ich im Regelfall ein Mann bin, der im Wald hockt und was erzählt. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz passend. Und zweitens, wenn man einen Mann im Wald als Kanalnamen hat, kann man wunderbar irgendwelche Touren aus dem Plural machen, nämlich Männer im Wald. So, und das waren so die wesentlichen Hintergründe für denjenigen, den es interessiert. Das hier ist ein Kanal-Vorstellungsvideo, ein vergleichsweise langes. Normalerweise sind die ja kurz und da kommt ein Flieger. Da warten wir mal kurz, bis der vorbei ist. Gut, dass tragbare Flugabwehrraketenwerfer nicht frei verkäuflich sind. Ich hätte aus dem Affekt schon ein paar Mal abgedrückt. Jedenfalls herzlich willkommen auf meinem Kanal und wie gesagt, das hier soll ein kleines Vorstellungsvideo sein, die 2018er Variante, weil es so ein paar Neuigkeiten gibt und ich dachte, wer jetzt noch neu dazukommt, nachdem ich jetzt schon ein bisschen etabliert bin, für den kann ich das ja vielleicht noch mal ein bisschen separat, ein bisschen anders da aufziehen. Ne? Specht, ja? Schön, Specht ist immer gut. Dass ich hier nun wieder mal vom Thema abschweife, ist übrigens normal. Da könnt ihr euch gleich mal dran gewöhnen. Das kommt häufiger vor. So, erstmal zu mir. Was bin denn ich? Ich bin der Ben Tüxen, eigentlich Benjamin, so nennt mich aber bloß meine Mutter. Ich habe 18 Jahre Wildnistracking-Erfahrung. Ich habe 23 Jahre, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich zu faul zum Rechnen bin, 23 Jahre Walderfahrung, also Waldläufererfahrung. Damit habe ich mit 10 angefangen. Damit kann man auch die Frage klären, wie alt ich eigentlich bin. Und bin hier entsprechend auch genau da rumgestromert, wo ich hier jetzt erfreulicherweise gerade das Glück habe, sitzen zu dürfen. Hab mir im Wald so alles Mögliche angeschaut, hatte den Vor- und Nachteil, einen Botaniker zum Vater zu haben und habe demzufolge noch so die eine oder andere Zusatzinformation zum Wald mit auf den Weg bekommen. Es waren mir teilweise etwas zu viele Zusatzinformationen, denn wenn man eine Frage hatte, hat man gleich eine sehr ausführliche Antwort bekommen. Und natürlich habe ich mir damals vorgenommen, wie mein Vater werde ich nicht. Und jetzt habe ich einen YouTube-Kanal, der genau das macht. Sehr ausführliche Antworten auf eventuelle Fragen zum Wald entsprechend geben. So viel zum Plan, man möchte nicht wie der eigene Vater werden. Ne? Vielleicht noch kurz zu eben der erweiterten Outdoor-Erfahrung. Ich habe mich schon relativ früh auch so ein bisschen mit Survival auseinandergesetzt, insbesondere mit Survival à la Rüdiger Neberg. Ich habe diesbezüglich jetzt ein bisschen geübt, aber das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Bushcraft gab es damals noch nicht. Man ist halt so im Wald rumgeschlichen, ohne das Bushcraft zu nennen. Also ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, aber zumindest alt genug, dass ich ein Waldläufertum, ein im Wald rumstromertum noch unter dem Namen Waldläufer Tätigkeiten eben entsprechend kennengelernt habe und hatte dann halt auch so meine ersten Erfahrungen mit nützlicheren und weniger nützlicheren Pflanzen im Bereich Trekking bzw. im Bereich Outdoor-Sport, wenn man das so nennen möchte. Da bin ich mit 15 zum ersten Mal auf eine geführte Trekking-Tour nach, Nordschweden ist zu viel gesagt, sagen wir nördlicheres Mittelschweden und habe da meine ersten Erfahrungen sammeln können, inklusive abgesoffenem Tarp und durchgeweichten Schuhen und allen möglichen schönen Ereignissen und ein bisschen Kampf ums Überleben und habe da auch eine gewisse Abneigung gegen Gemüsereis entwickelt. Darauf haben dann diverse Touren gefolgt. Zunächst auch nochmal gefühlte Touren mit ähnlichen Veranstaltern. Später dann entsprechend, nachdem man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte, auch die eine oder andere Solotour. Überwiegend war ich in Schottland, Skandinavien, ein ganz kleines bisschen in den Pyrenäen, ein bisschen, schon ein bisschen mehr als ein bisschen, aber meistens halt Tagestouren in den Alpen unterwegs. Auch mal mit Übernachtung, so ist das nicht. Und ein ganz kleines bisschen, und das muss definitiv demnächst noch ausgebaut werden, war ich auch so in Richtung Karpaten, also die schönen kontinentalen Wälder Osteuropas. Das ist auf jeden Fall so eine Region, die mich besonders reizen würde für die Zukunft. Ich mache gerne Wildnistracking, heißt, ich bin gerne vollständig autark unterwegs, ohne mich irgendwie noch unterwegs zu verpflegen. Ich möchte auch nicht gerne in Hütten übernachten, das kann man mal machen, aber prinzipiell habe ich meistens ein Zelt dabei, beziehungsweise wo Zelten nicht erlaubt ist oder wo ein Zelt gar nicht unbedingt notwendig ist, sprich in Waldgebieten, da bin ich dann auch gerne mit dem Tarp unterwegs
Und ja, das sind so meine wesentlichen Outdoor-Aktivitäten, die ich so mache. Kanu-technisch habe ich auch ein bisschen Erfahrung, hält sich allerdings, naja, in Grenzen. Ich muss jetzt also nicht erklären, wie Kanufahren funktioniert, obwohl ich es einigermaßen beherrsche. Und dann noch die Sache mit dem Berg vielleicht. Ich habe Höhenangst. Das ist nicht so dramatisch, dass ich nicht auf Berge gehe. Das ist aber dramatisch genug, dass ich auf keinen Fall Bock habe, irgendwelche Klettersteige oder wirklich richtiges Klettern an der Steilwand eben entsprechend zu betreiben. Bouldern wäre eine Möglichkeit. Das ist mir aber dann zu stationär. Da kommt man ja nicht vorwärts. Ich möchte gern schon ein bisschen vorwärts kommen. So. Das wären also meine Outdoor-Aktivitäten auch schon gewesen. So, zweiter Grund, weshalb ich unbedingt der Meinung war, einen YouTube-Kanal zu brauchen, ist meine Ausbildung. Ich bin studierter Forstwissenschaftler. Ich habe einen Bachelor in Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement an der TU München, Abteilung Freising gemacht, also Weihenstephan. Und da auch genau an der gleichen Stelle meinen Master hinten dran gesetzt, Forst- und Holzwissenschaften. Und habe beides entsprechend abgeschlossen und darf mich jetzt also quasi Forstwissenschaftler schimpfen. Ich bereue es immer noch nicht, habe aber mein Studium relativ allgemein ausgelegt. Es ist ja ohnehin schon ein relativ breites Studiengebiet, wo man alles Mögliche zu eben diesem großen Gebiet Forstwissenschaften lernen kann. Normalerweise ist es eine gute Idee, sich dann früher oder später auf irgendeine bestimmte Richtung zu spezialisieren und dann da zum, Entschuldigung, Fachidiot zu werden, um sich dann halt eben möglichst effizient gegen die Konkurrenz im entsprechenden Sektor durchzusetzen, habe ich nicht gemacht. Mit der Folge, dass ich jetzt so ein Universalwaldgelehrter bin. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen arrogant, wenn ich diesen Begriff verwende. Ich finde, er passt trotzdem relativ gut. Das heißt, ich habe von allem etwas Ahnung. Etwas im Sinne von, ich kann so ziemlich das fast allermeiste erklären, was man im Wald so antrifft, mit Ausnahme von Baumkrankheiten und Insekten. Das sind so meine beiden definitiv Nachholgebiete, aber in allen anderen Bereichen kenne ich mich ganz gut aus. So, und das heißt, als Universal-Dilettant hat man so ein bisschen Schwierigkeiten, den passenden Job für einen zu finden. Wenn man dann nicht noch einem möglichen Arbeitgeber frei nach der Schnauze reden möchte, dann bleibt einem gar nicht mehr so viel anderes übrig, als früher oder später zu versuchen, sich eventuell zu verselbstständigen. Und ja, dieser Kanal war von Anfang an schon so ein ganz kleines bisschen in diese Richtung geträumt und inzwischen ist er in diese Richtung verwirklicht. Auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, dass ich jetzt riesengroße Sprünge machen kann mit dem, was ich jetzt bisher so verdiene. Aber ich mache das auch noch nicht lange und demzufolge bin ich da recht zuversichtlich, dass das dann demnächst auch noch etwas rentabler, vorsichtig ausgedrückt wird. Also, wenn ihr jetzt dabei bleiben wollt, ne, was ihr nicht müsst, was ihr könnt, dann könnte es passieren, dass da in der Hinsicht das ein oder andere demnächst noch passiert. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und was ich auch noch oft gefragt werde, wie bin ich denn jetzt dazu gekommen, was ich hier jetzt mache, den ganzen Waldkrempel und so weiter und so fort. Wie schon erwähnt, mein Vater ist Botaniker. Die Familienausflüge liefen meistens so ab, dass man mit dem Wohnmobil in irgendeine Botanik gefahren ist, also schon auch auf den Straßen und langsam dahin getuckert ist über irgendwelche botanisch hochfaszinierenden Wiesen oder lichte Wälder und ähnliches. Und irgendwann kommt dann der Aufschrei: Läuseloiria! Das ist irgendeine Pflanze, ich habe vergessen, wie die weiter heißt. Und Vater springt aus dem Auto und hockt dann erstmal eine Stunde auf der Wiese und guckt sich an, was da so wächst. So. Und ich entsprechend in meinem Pümpeldasein dieser Höhe bin dann halt entsprechend nebendran rumgerannt und habe mir die Kühe angeguckt und auch so ein paar Pflänzchen und habe das ein oder andere Pflänzchen probieren dürfen, weshalb ich jetzt kein Gemüse mehr mag. Und habe die Landschaft genossen und aus irgendwelchen Gründen dieser frühkindlichen Bildung und auch den ständigen Waldspaziergängen und den ständigen Entdeckungstouren, was es denn so gibt in der Natur, ist da wohl irgendwie ein Funke übergesprungen. Ist auch genetisch bedingt. Mein Großvater ist der Professor Dr. H.C. Muld-Reinhold Tüxen. Das wird häufiger gefragt, ob ich mit dem verwandt bin. Jawohl. Und das entsprechende
Begeisterung für die Natur gehen, habe ich abbekommen. Dass Dinge gut erklären können gehen, habe ich vielleicht auch abbekommen. Das wird sich in 20, 30 Jahren zeigen, ob das ähnlich gut ist wie beim alten Tüxen. Leider habe ich nicht einen Haufen Fachwissen schon geerbt. Das wäre erheblich praktisch gewesen. Aber das ist leider nicht der Fall. Also der familiäre Background ist auf jeden Fall da. Ich bin jetzt quasi mehr oder weniger Botaniker in dritter Generation. Daher entsprechend auch die Begeisterung und die ja, Liebe, Leidenschaft zur Natur, darf man das schon auf jeden Fall so nennen. Und auch eben das Nachdenken über die Natur und vor allen Dingen das Beobachten von Phänomenen und sich daraus so seine Gedenkchen machen und Schlüsse ziehen. Da hatte mein Großvater den großen Vorteil, dass er alles, was er sich so überlegt hat, hat aufschreiben können. Das wusste noch keiner. Ich habe den Nachteil, wenn ich mir irgendwas Schönes überlege, hat es meistens schon irgendwer aufgeschrieben. Das Gute ist, ich kann dann wenigstens nachgucken, ob das überhaupt stimmt, was ich erzähle. Das ist ein Vorteil. So, Thema Wind. Das wird auch ständig angemerkt in den Kommentaren. Meine aktuelle Kamera ist eine Sony HX80. Da gibt es noch irgendwelche diversen anderen Buchstaben, die da bei dem Namen eine Rolle spielen, aber so könnt ihr sie zumindest mal googeln. Die hat kein externes Mikrofon. Ich habe demzufolge auch keine großartigen Möglichkeiten, Windgeräusche zu reduzieren. Ich habe versucht, alles Mögliche an das Mikro zu kleben. Bisher hat es noch nicht funktioniert. Möglicherweise gibt es dann später noch irgendwann mal dafür eine technische Lösung oder ich kaufe mir irgendwann mal eine Kamera, die eben ein externes Mikrofon hat. Dann ist das Windgeräuschproblem gelöst. Bis dahin müsst ihr damit leben. Ich persönlich muss ehrlich gesagt aber auch gestehen, ich finde gewisse Windgeräusche, solange man denjenigen, der was erzählt, noch versteht, überhaupt nicht störend, sondern eher der Atmosphäre zuträglich. Aber das ist natürlich nur meine Meinung und ich kann schon verstehen, dass das für den einen oder anderen etwas nervig sein könnte. Gut, das war jetzt mal wieder ein Exkurs. Kommen wir zurück zum eigentlichen Plan, was ich erzählen wollte. Kurz zu meinem Kanal. Ich möchte ihn mal so umschreiben, dass ich für mich selber, das sieht man nirgends, aber so habe ich das für mich im Kopf, drei Themenbereiche habe, die ich behandle. Ne? Das wäre zum einen Ausrüstung und hin und wieder mal ein Späßle. Die Späßle, die sind selbstverständlich nur Blödsinn und sind nicht weiter ernst zu nehmen und dürfen gerne ignoriert werden. Ich hoffe, die nimmt mir keiner übel, besagte Späßle. So, dann Ausrüstung, das ist natürlich wichtig für sämtliche Aktivitäten draußen, dass man sich dazu so ein bisschen seine Gedanken macht. Das wird viel diskutiert. Ich habe da auch Spaß dran, entsprechend zu diskutieren. Ich habe da Spaß dran, mein Zeug vorzuzeigen. Ich habe da Spaß dran, entsprechend zu überlegen, was könnte man noch anders machen, was gibt es denn noch Schönes auf dem Ausrüstungsmarkt und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte das aber auf einer relativ lockeren, ungezwungenen Art und Weise dann halt eben entsprechend tun. Ich bin kein großer Fachmann für irgendwelche Outdoor-Ausrüstung. Ich habe halt ein paar Jährchen Erfahrung und habe halt für mich festgestellt, was mir diesbezüglich gefällt und was mir nicht so gefällt und so meine eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Und wenn ich jetzt sage, das ist so oder das und das gibt es und so weiter und so fort, das entspricht halt eben meiner Erfahrung, meiner langjährigen. Und da könnt ihr jetzt das entweder so sehen wie ich und sagen, okay, vielleicht funktioniert das, wenn das für den funktioniert, für mich auch. Oder ihr könnt sagen, nee, ich habe irgendwie andere Ansprüche an meine Ausrüstung und ich mag das anders lieber, dann braucht er da auch eben entsprechend nicht auf mich zu hören. Das ist halt reines Hobby, der Ausrüstungspart. Das macht mir einfach Spaß, da hin und wieder mal ein bisschen rum zu philosophieren, ohne dass da jetzt irgendwelche tiefer gehenden Ansprüche dahinter stecken würden. Deswegen ganz entspannt. So. Wenn ich jetzt extra sage, dass da keine tiefergehenden Ansprüche dahinter stecken, dann heißt das ja, dass das beim Rest wohl irgendwie so der Fall sein muss. Und das ist tatsächlich so, weil ich möchte dann die zweite Kategorie allgemeine Outdoor-Krempel so ein bisschen nennen. Ne? Also wenn ich jetzt mal irgendwelche kleineren Survival-Hinweise gebe oder kleinere Hinweise zum korrekten Verhalten im Wald oder feuerrechtliche Hinweise oder generelle Feuersicherheitshinweise oder wie wahrscheinlich ist es, dass man was, wie, wo und auch immer anzünden kann, Verhalten gegenüber Tieren, etc. und so weiter und so fort, all solche Sachen. Das ist eine Kombination aus meiner persönlichen Erfahrung, dem, was ich mir so aufgeschnappt habe im Studium, weil man ja
oft dann irgendeinen biologischen oder in irgendeiner Form forstwissenschaftlichen Hintergrund zugrunde legen kann und dem, was ich hinterher noch recherchiert habe und dann halt eben meine eigenen Schlussfolgerungen. Im Regelfall liege ich da meistens, glaube ich, ganz gut mit dem, was ich da so erzähle. Was diskutiert werden kann, darf sehr gerne auch immer diskutiert werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch kurz darauf hinweisen, dass ich bei älteren Videos, also 2016 und jünger, 2016 auch schon nicht mehr so viel, aber auf jeden Fall so bei meinen ersten Videos, da hat sich schon hin und wieder nochmal gerne ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich musste mich erst so ein bisschen einarbeiten, das ist ja bei jedem YouTube-Kanal so, dass man da zum Anfang vielleicht so ein paar Dinge macht, auf die man nachträglich nicht besonders stolz ist. Meinen Stil erst so ein bisschen finden und deswegen lest, wenn ihr alte Videos guckt, gerade wenn es um solche Sachthemen geht, bitte immer die Kommentare. Sollten Fehler aufgetreten sein, dann stehen sie in diesen Kommentaren meistens auch drin und sind, ich gehe mal davon aus, dass in 98% der Fälle, hoffentlich das so ist, von mir auch entsprechend beantwortet worden, wo ich halt klargestellt habe, oh ja, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das dann entsprechend auch richtig gestellt. Also das bitte im Hinterkopf behalten, einfach wenn ihr dann ältere solche Sachthemen anguckt. Ich zähle in diesem Bereich auch zum Beispiel eben meine Baumbestimmungsreihe, dass man einfach mal weiß, mit welchen Pflanzen man es überhaupt zu tun hat. Oder mein Hintergrundwissen zu diversen Bäumen. Ja, das ist ewig nicht weitergegangen. Da kommt jetzt aber auch demnächst nochmal ein bisschen was. Also für diejenigen, die schon länger Zuschauer sind und gar nicht neu. Da gibt es ja auch welche, die dieses Video durch mich trotzdem gucken werden. Ich ahne es, ich ahne es. ja, das sind also auf jeden Fall solche Sachen. Die haben nicht explizit einen wissenschaftlichen Anspruch, aber ich gebe mir da schon wirklich größte Mühe, dass das wirklich Hand und Fuß hat, was ich da so erzähle. Und das ist schon wirklich aufwendig, entweder aufwendig recherchiert oder entspringt aus langen, langen Jahren, die ich mich mit der entsprechenden Thematik beschäftigt habe. Und ja, also da kann es euch passieren, dass ich ungehalten reagiere, wenn ihr unqualifizierterweise mir irgendwelche Nichtkenntnis unterstellt oder irgendwelche Trivialitäten unbedingt mehrfach ergänzen müsst, ohne gelesen zu haben, dass das in den Kommentaren schon 28 Mal drinsteht. Dann gibt es so einen kleinen Wald-Nerd-Rage-Modus und dann kann es dazu kommen, dass ich dann irgendwelche übertrieben langen, übertrieben ausführlichen Videos zum Beispiel zur Outdoor-Wasser Aufbereitung von mir gebe, wenn man mir da die entsprechende Fachkompetenz nicht abnimmt, muss die halt eben entsprechend bewiesen werden. Ne? Also das kann vorkommen, im Regelfall bin ich aber da recht friedlich. Solches Outdoor-Hintergrundwissen, solches Outdoor-Anwenderwissen in detaillierter Form, wie jetzt gerade beschrieben, macht schon einen gewissen Anteil meines Kanals aus. Die Themenmöglichkeiten sind da begrenzt. Wer also schon ganz lange dabei ist und feststellt, dass in der Richtung tendenziell ein bisschen weniger kommt als früher, dann liegt das einfach daran, dass ich so Dinge wie Feuer oder das Outdoor-Recht inzwischen mehr oder weniger wirklich abgehakt habe. Das ist ja nicht beliebig riesig, da kann man nicht beliebig viel zu erzählen. Irgendwann hat man dann tatsächlich mehr oder weniger alles dazu gesagt. Es kann dann mal sein, dass ich zu älteren Dingen, die ich zu früh bearbeitet habe und mit deren Ergebnis ich nicht mehr zufrieden bin, mache eine Neuauflage. Mache. Das hat es zum Beispiel bei Gefahr durch Wildschweine mal gegeben, dass ich da einfach im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen selber was dazugelernt habe und das ganze Video dann einfach noch mal ein bisschen ausführlicher. Tendenziell werden meine Videos immer länger, das ist leider so. Und ja, vielleicht noch mal ein bisschen ernster angehen wollte, das Thema, weil mein ursprüngliches Video da diesbezüglich relativ, naja, Jux getrieben auch gewesen ist und der ein oder andere hat da nicht raushalten können, was ist jetzt Spaß, was ist jetzt Ernst, was und so weiter und so fort und deswegen in solchen Situationen kann es da auch schon mal vorkommen, dass es dann entsprechende Remakes gibt, aber ja, das ist halt, manches ist wirklich halt inzwischen schon ein wenig ausdiskutiert. Vieles wird es da auch noch geben, aber es ist endlich. Das muss euch klar sein, ja? Und außerdem werde ich die allerwichtigsten, kleinsten, futzeligen Details und so weiter und so fort und noch so ein paar Dinge, die man in der Praxis dann vielleicht noch ganz gut gebrauchen kann, auch nicht unbedingt alle
ganz regulär auf YouTube hochladen, weil, wie eingangs erwähnt, versuche ich ja von dieser ganzen Waldsache hier jetzt so langsam, so mehr oder weniger zu leben. Und klar, Gratis-Content ist eine schöne Sache und macht mir auch viel, viel, viel Spaß. Aber nur Gratis-Content kann man halt eben seine Schnitzel nicht bezahlen. Und Schnitzel sind ein elementarer Bestandteil meines Seins. So, und dann kommt mein Steckenpferd, mein deutschlandweit einmaliges Steckenpferd, nämlich detailliertes Waldhintergrundwissen mit forstwissenschaftlichem Hintergrund. Ne? Also ihr könnt auch zum Kräuterseher Kräuterspiritualisten gehen, der wird euch auch detailliertes Zeug zum Wald erzählen. Ja, das ist die Alternative. Ne? Diese beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich im Wesentlichen, um im Internet da so richtig detaillierte Hintergründe entsprechend zu erfahren. Es gibt noch die ein oder andere schöne Internetseite, wo man sowas nachlesen kann. Und es gibt Wikipedia, da kann man auch zum Teil sehr viele solche Hintergründe erfahren. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man in die Bibliothek geht und entsprechende Fachbücher so lange liest, bis man irgendwann mal in der Lage ist, dies zu verstehen. Ja, das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Oder ihr studiert entsprechend auch Forstwissenschaft, am besten für allgemeine Hintergründe zum Wald, und Forstwirtschaft, wenn ihr den Wald gerne bewirtschaften möchtet. Ne? Also Forstwirtschaft heißt nicht umsonst Forstwirtschaft, da geht es schon um einen gewissen Bewirtschaftungsschwerpunkt, auch wenn man natürlich viel Allgemeines zum Wald selbstverständlich auch lernt. So. Und wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann bleibt euch eigentlich nur noch die Möglichkeit, meine langen Monologe entsprechend zu ertragen, weil das derzeit nach aktuellem Kenntnisstand dann die einzige noch zur Verfügung stehende Möglichkeit für detailliertes Waldhintergrundwissen ist. Ne? Ich habe also ein Monopol sozusagen. Und dann mache ich an dieser Stelle gerne den Witz. Ich mag nicht der beste Forstwissenschaftler im Internet sein, ich bin aber der Einzige. Zumindest so rein öffentlich zugänglich. Soll heißen, zum Teil geht es in meinen Videos schon wirklich so richtig ins Detail und es sind zum Teil wirklich so Sachen, die man eigentlich sonst normalerweise nicht mal mehr in der Schule lernt, sondern tatsächlich wirklich schon im Studium. Ihr müsst euch also schon richtig für den Wald begeistern und wirklich noch so die kleinsten Details wissen wollen, wie alles zusammenhängt und wie das alles genau funktioniert und welche Kreisläufe und Stoffkreisläufe und kleine futzelige Details im Waldökosystem es eigentlich gibt. Ne? Das erzähle ich nämlich schon hin und wieder mal, teilweise wirklich in ausufernder Ausführlichkeit, und das müsst ihr halt wollen. Das ist eine Tatsache, dass das halt eben Zeit kostet. Das ist auch Arbeit. Man muss sich das auch merken, je nachdem, wie gut man darin ist, sich sowas zu merken, muss man sich vielleicht auch das eine oder andere aufschreiben. Und leichte Unterhaltung ist definitiv was anderes. Ja, aber nochmal, ich habe das Monopol drauf. Ich kann das machen, wie ich lustig bin. Es gibt gar keine Alternative. Ihr könnt euch also quasi nur dazwischen entscheiden. Entweder ihr wollt es lernen und wollt nicht unbedingt jede Menge Fachbücher in der Bibliothek wälzen. Dann müsst ihr halt mein Zeug eben ertragen. Oder Möglichkeit Nummer 2, ja gut, so detailliert muss ich das nicht wissen, ich habe auch so Spaß in der Natur. Das ist auch vollkommen in Ordnung, selbstverständlich, und dann müsst ihr euch meinen entsprechenden Krempel auch nicht reinziehen. Ne? Aber ja, das ist mein persönliches Steckenpferd. Mein Hintergrund, weshalb ich diesen Kanal machen wollte, war tatsächlich solche Sächelchen, dass ich ein bisschen Forstwissenschaft halt für Laien verständlich gerne erklären möchte und wirklich die Komplexität und die Faszination des Waldes eben ein bisschen weitergeben möchte und vielleicht sogar im einen oder anderen versuchen will, diese dann auch entsprechend zu erwecken. Denn Wissensvermittlung macht mir enorm viel Spaß und ist tatsächlich auch so der Knackpunkt bei diesem Kanal. Ich verstehe mich als Bildungsprogramm, so mehr oder weniger als Bildungskanal. Also auf jeden Fall, das ist mir schon ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe mich zwar selbst in Wissenschaft und Technik, du musst deine Videos einer Kategorie zuordnen, habe ich mich bei Wissenschaft und Technik eingeordnet. Technik ist sehr selten der Fall. Wissenschaft nicht bei den Spaßvideos, nicht bei den Produktgedönse, bei dem anderen Kram spielt sehr wohl eine gewisse Hintergrundrolle, und deswegen war mir das einfach wichtig, mich da entsprechend in diese Kategorie einzubauen. Bin der Überzeugung, dass wenn man erstmal so ein bisschen Detailwissen zum Wald hat und dann anfängt, auch selbstständig so den einen oder anderen Zusammenhang zu begreifen, dann
kommt man dann langsam auch drauf, dass man selber so ein bisschen über den Wald nachdenken kann. Und irgendwann erreicht man dann den Punkt, in dem man im Wald nicht nur Bäume, sondern die Zusammenhänge eben entsprechend erkennen kann. Und wenn man in den Wald guckt, sieht man viele, viele hundert spannende Dinge und nicht nur, ja, Bäume, ja, sieht ästhetisch schön aus, da ist ein Baum umgefallen oder gibt es Holz, da kann ich mir was draus schnitzen. Ich meine, das ist super, aber die Hintergründe, also wenn ihr mit meinem Blick in den Wald guckt oder das zumindest so einen Ansatz irgendwann mal hinbekommt, dann seht ihr da wirklich unglaublich spannende Dinge und habt noch viel mehr Freude an eurem entsprechenden Waldbesuch und könnt da einfach noch viel mehr rausholen, als einfach nur in den Wald zu laufen, euch eine Kasse Kaffee zu kochen, was super ist, Kasse Kaffee zu trinken, um ein bisschen über das Leben nachzudenken und entsprechend wieder zu verschwinden. Das ist so ein bisschen meine Intention. Meine große Hoffnung ist, dass wenn ich dann ein paar Leute eben so sehr für das Thema begeistern konnte, dass sie selber auch entsprechend sich manches gemerkt haben. Wow, jetzt kommt da aber der Wind. Jetzt kommt da aber. Und dann eben selbstständig auch das eine oder andere vielleicht den ihren weitergeben können. Und im Idealfall entwickelt sich dann so ein gewisses Schneeballprinzip. Und meinem ursprünglich als junger Mensch gehegten Traum, irgendwie die Natur zu retten, komme ich dann ein Stückchen näher, weil ich schuld bin, dass jetzt viele Leute, vergleichsweise viele Leute, ne, also ein paar ist ja schon viele in diesem Sektor, wo so gut wie keiner wirklich Ahnung von hat, außer diejenigen, die es gelernt haben. Und die halten die Klappe und erzählen der Öffentlichkeit meistens nämlich nichts. Und wenn das noch mehr Leute gibt, die da wirklich den ganzen Kram verstanden haben und so weiter und so fort, daraus kann meiner Meinung nach die einzig wahre Motivation für vernünftigen Naturschutz entstehen, nämlich intrinsisch, von innen heraus. Nicht, dass einer hingeht und euch predigt, du musst die Natur schützen, die Natur ist wichtig, schütze die Natur. Dann kommt nämlich automatisch, und das finde ich auch völlig zu Recht, erstmal so eine Widerstandshaltung. Sag mal, was bist denn du für ein Vogel, dass du mir jetzt sagen musst, was ich zu tun und zu lassen habe? Ne? Geht mir auch immer so, wenn mir das irgendjemand sagt, auf dieser Art und Weise. Und selbst wenn sie dann noch irgendwelche Argumente bringen, weil die Natur gut ist. Oder wir alle in der Natur leben. Oder wir ohne die Natur nicht leben können. Die Natur kann ohne uns, wir nicht ohne sie. Und solche Sachen. Das ist ja alles schön und gut und auch alles richtig. Aber trotzdem glaube ich wirklich, 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 der richtige Weg ist einfach über Wissensvermittlung und über Selbsterkenntnis der entsprechenden Leute, die das dann eben entsprechend auf diesem Wege dann lernen. Ne? Also das ist meine Hoffnung. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Wie gesagt, sprechen wir in 30, 40 Jahren nochmal, wenn es uns als Menschheit dann noch gibt. Das ist ja durchaus nicht gesagt. Warten wir es ab. Und dann, wie gesagt, können wir mal schauen, ob es bei 3 oder 4 Leuten ein bisschen funktioniert hat. Und dann wäre ich ehrlich gesagt schon relativ glücklich. Regnet es gerade? Naja, gut, macht nichts. Dann werde ich halt nass. Meine Kamera auch. Naja, macht nichts. Würdest du schon aushalten. Scheiße. Okay, Fortsetzung im Trockenen. Und damit habe ich, glaube ich, aber auch alles gesagt, was ich jetzt zu sagen hatte. Und damit alles erklärt, was wichtig ist, meiner Meinung nach wichtig sein könnte. Sagen wir es mal so, wenn man ganz neu auf dem Kanal ist und halt eben sich da so alles anguckt, was es so zu gucken gibt. Vielleicht. Oder auch nur ein bisschen was anguckt. Aber natürlich ist dieses Video in der Länge auch nur für Leute interessant, die vorhaben, länger dabei zu bleiben und noch mehr Zeug anzugucken. Ne? Also da bin ich jetzt mal schwer von ausgegangen, dass da sonst keiner draufklickt. Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen, fürs eventuell dabei bleiben, falls das jetzt daraus resultieren sollte, dass ihr dieses Video gesehen habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich habe mindestens ein Video pro Woche im Regelfall, hin und wieder auch nur deutlich mehr. Das hängt immer so ein bisschen von ab, was ich noch so nebenher mache. Herzlich willkommen.